Im letzten Video hatte ich dir ja die Einheitsvektoren-Schreibweise vorgestellt und hatte natürlich einfach behauptet, dass das wirklich, dass das sinnvoll ist und dass das alles viel einfacher macht und man viel leichter damit rechnen kann. Und das kannst du mir natürlich glauben, aber ich will dir das natürlich trotzdem nochmal beweisen. Ich möchte wirklich, dass du davon überzeugt bist, dass die Einheitsvektoren-Schreibweise wirklich wesentlich sinnvoller ist, als immer hier alles zeichnen zu müssen, allein schon, weil es einem Zeit spart und die Sache nachher auch später wesentlich übersichtlicher macht. Also man kann viel leichter erkennen, welche Werte sich wie auf das Ergebnis ausüben zum Beispiel. Aber dazu kommen wir später noch. Lass uns einfach mal zwei Vektoren hernehmen. Also nehmen wir mal Vektor A. Ja, nehmen wir einfach irgendeinen Vektor. Nehmen wir, der ist minus 3 mal den Einheitsvektor ex. Und ich wechsle mal die Farbe. Und sagen wir plus 2 in die y-Richtung. Dann haben wir noch einen zweiten Vektor, den nennen wir mal b. Und dann geht der 2 in die x-Richtung. Und der geht. Jetzt brauchen wir irgendwas, dass es nachher vernünftig aussieht. Na, machen wir 4. Der geht 4 in die y-Richtung. Und wenn wir die jetzt zum Beispiel beide addieren wollten, dann müssten wir die im Normalfall zeichnen. Also erst den Vektor a, dann den Vektor b. Dann müssen wir das eine Ende oder den einen Anfang von dem einen Vektor an das Ende von dem anderen Vektor machen und dann wieder zeichnen. Das würde natürlich ziemlich lange dauern. Und so wie wir es jetzt hier geschrieben haben, könnten wir zum Addieren einfach das Folgende machen. Also wir wollen a und b addieren. A plus b. Wir müssten schlichtweg die x-Komponenten nehmen und die addieren und dann das Ganze nochmal addieren mit den addierten. Oder mit der Summe der y-Komponenten. Also, wir nehmen einfach jetzt minus 3 plus 2. Minus 3 plus 2. Und das sind natürlich nur die x-Werte gewesen. Ex. Und darauf addieren wir die Summe der y-Komponenten. Also, ich wechsle nochmal die Farbe. Was haben wir noch? Dunkelblau haben wir noch. Also, plus 2 plus 4. Und das Ganze mal dem Einheitsvektor ey. Das heißt, unser Ergebnis wäre. Farben beibehalten. Minus 3 plus 2 ist minus 1. Also, okay, du musst die 1 natürlich nicht unbedingt hinschreiben, aber da wir ja gerade noch am Aufwärmen sind, was Einheitsvektoren angeht, ich schreibe es mal einmal mit hin. Aber du könntest die 1 auch weglassen und könntest nur minus ex hinschreiben. Und die y-Komponente ist dann 2 plus 4 ist 6 plus 6 ey. So, das ist also das Ergebnis davon und jetzt sage ich dir natürlich, dass das stimmt, aber das muss ja nichts heißen. Deswegen will ich dir einmal in diesem Video beweisen, dass es wirklich stimmt, indem wir die beiden Vektoren hier zeichnen und dann im Endeffekt auch den hier hinten und sehen, dass das Ergebnis wirklich genau das gleiche ist wie das, was wir hier ausgerechnet haben. Und dann wirst du auch merken, dass das jetzt hier wesentlich länger dauert, als das Ausrechnen eben gerade gedauert hat. Also ich habe uns hier unten schon mal ein kleines Koordinatensystem vorbereitet. Und ich sehe gerade, wir müssen 6 in y-Richtung gehen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann verlängern wir mal die y-Achse noch ein kleines bisschen. Also, dann gehst du noch ein bisschen weiter nach oben. Und das wäre dann ungefähr hier vielleicht. Na, ist ein bisschen hoch, glaube ich. Machen wir hier. So, dann gucken wir doch mal. Zeichnen wir zuerst a ein. Also die x-Komponente von a ist minus 3 mal dem Einheitsvektor ex. Ex sieht ja so hier aus. Der hat einen Betrag von 1 und geht in die x-Richtung. Also ich mache ihn wieder weg, damit wir nicht zu viele Farben hier nachher drin haben. Das heißt, minus ex geht natürlich dann in die negative x-Richtung. Hier gerade meine Beschriftung ist nicht sehr eindeutig. So, schon besser. Also minus 3x würde ja dann ungefähr so aussehen. 1, 2, hier hinten ist 3. Und nach links, weil wir ein Minus davor haben. Und die y-Komponente von a würde 2 nach 2 in y-Richtung gehen. In die positive y-Richtung. Ist ja plus 2. Also ungefähr so. Jetzt wissen wir ja, wir können Vektoren verschieben. Hauptsache wir verändern den Wert und die Richtung nicht. Also können wir den hier, den deute ich jetzt mal hier drüben an. Könnten wir den auch so zeichnen? Passt das ungefähr? Oh, ein kleines bisschen noch. So, und unser Vektor a würde dann ja, ich zeichne ihn mal in rot ein, also ich streiche mal nochmal rot, würde ja dann ungefähr so aussehen. Ja. Das wäre unser Vektor a. Und für den Vektor b machen wir natürlich genau das Gleiche. Wir gehen 2 in die positive x-Richtung diesmal, also gehen wir 2 nach rechts und gehen 4 nach oben. Also 1, 2, 3, 4 bis hier.
So, und hier haben wir ja, hier haben wir die Y-Komponente verschoben, also verschieben wir hier jetzt mal die X-Komponente. Können wir den also nochmal andeuten, der müsste bis hier ungefähr gehen. Also ungefähr so vielleicht. Passt das einigermaßen? Ja, ein bisschen weiter noch. So. Und dann würde B, für B nehmen wir wieder eine andere Farbe. Welche hatten wir noch nicht? Ein dunkles Grün. Also B wird dunkelgrün. Und der müsste dann ja ungefähr so aussehen. Das ist unser Vektor B. Und um die beiden zu addieren, müssen wir jetzt den einen Vektor da anfangen lassen, wo der andere Vektor aufhört. Das heißt, ich versuche mich mal, ob das mit Kopieren und Einfügen vernünftig funktioniert. Also, na, nochmal. So ungefähr. Kopieren, einfügen. Dann setzen wir dich mal da jetzt ran, wo da die Spitze ist. So ungefähr. Ups, ist wieder nach unten gerutscht. Ich mache mal das bisschen hier drumherum noch weg, damit das nicht zu sehr verwirrt. Also so und so. Und jetzt zeichnen wir uns einfach noch unseren Ergebnisvektor von hier drüben ein und schauen mal, der müsste ja theoretisch jetzt genau hier oben an der Spitze aufhören. Also wir gehen minus 1 in die x-Richtung. Also gehen wir nach hier. Minus 1 in x-Richtung. Und wir gehen 6 in die y-Richtung. Also wenn hier 4 waren, dann sind hier oben 6. Also ungefähr so. Und der Einfachheit halber verschiebe ich jetzt mal den Vektor, den wir hier in x-Richtung hatten. Also der geht ja dann ungefähr so. Mal gucken. Ein bisschen kann er noch. So vielleicht. Und na gut, es passt leider nicht ganz. Der Vorführeffekt wahrscheinlich. Also unser Vektor würde ja dann ungefähr so aussehen. Das wäre jetzt also die Summe der beiden sozusagen. Und na gut, ich schiebe das jetzt mal ein bisschen auf die Ungenauigkeit beim Zeichnen wahrscheinlich. Die Abstände hier sind auch nicht alle gleich. Aber du siehst schon, also es ist ja schon ziemlich dicht dran. Es würde im Normalfall passen, wenn wir jetzt ein vernünftiges Koordinatensystem genommen hätten und ich auch vernünftig gezeichnet hätte, würde es auf jeden Fall passen. Ich hoffe, ich konnte dich, auch wenn das jetzt nicht ganz funktioniert hat, trotzdem davon überzeugen, dass das Addieren so oder generell das Rechnen mit Vektoren so auf jeden Fall wesentlich leichter ist als das jedes Mal hier aufzuzeichnen, vor allem, weil hier zum Beispiel, und da habe ich ein gutes Beispiel für gegeben, durchaus Fehler passieren können, wenn man nicht genau genug zeichnet oder wenn irgendwelche Maßstäbe nicht passen oder irgendwas anderes. Also Einheitsvektoren sind wirklich eine gute Erfindung und wir werden die auch noch ein bisschen länger nutzen.